Herzlich willkommen bei Fit for Finanzen, wo es natürlich nicht nur um das Daytrading geht, sondern auch um einzelne Aktien. Mein Name ist Andreas Bernstein. Nach dem Disclaimer und dem Intro werde ich mal über eine Aktie sprechen, die ich im Depot hatte und die ich gestern Abend verkauft hatte, die Barrick Gold. Bisschen klein für so ein Intro, oder? Mein Gesicht? Nein, alles gut. Jetzt siehst du mich auch in groß. Es soll nämlich um den Goldpreis gehen. Du hast schon im Hintergrund gesehen, zum einen den Disclaimer. Alles, was ich sage, sind reine Informationen, also keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Meine persönliche Meinung und mein persönliches Depot am Ende auch, was ich handle. Und den Goldchart siehst du hier. Den hatten wir schon öfters im Live-Trading Room besprochen. Der hat nämlich über mehrere Monate hinweg gelitten, im letzten Jahr sogar eine negative Performance. Also während die Aktienmärkte hier ordentlich nach oben liefen, haben die Rohstoffe mehrheitlich, nicht alle, der Ölpreis war ganz gut, Erdgas auch, aber Gold kam unter die Räder. Und Gold ist so ein bisschen eine Krisenwährung. Jetzt denkt man, wenn man die Headlines liest und sich anschaut auf den Nachrichtenportalen, jetzt haben wir doch eine Krise, jetzt könnten doch auch die Goldpreise steigen. Ja, tun sie auch, aber so ein bisschen zeitversetzt. Also die ganzen Corona-Themen haben den Goldpreis jetzt nicht so stark angefacht wie die Ukraine-Krise. Auch das muss man hier mal attestieren. Summa summarum, im Tageschart ausgehend von dem Hochpunkt aus dem August 2020 haben wir eine Abwärtsbewegung. Ich hatte erst diese Trendlinie ein bisschen steiler angesetzt. Das war so der Fall. Da gab es einen sehr, sehr dynamischen Ausbruch im November. Und da ist der DAX übrigens auch nach unten gerutscht. Also eine Korrelation ist vorhanden. Die Korrelation ist bei 0,72. Und da kann man auch Portfolios über mehrere Jahre sich zusammensuchen, wo man dann weiß, wenn das über mehrere Jahre mit Gold in einem Portfolio gemessen wird, sinkt die Volatilität im Gesamtportfolio und steigt die Rendite, aber nur bei einem kleinen Anteil Gold, also nicht übergewichten. Und im letzten Jahr hat man ja dann gemerkt, ja, das sank vielleicht die Volatilität durch Gold im Portfolio, aber nicht unbedingt die Performance. Das könnte dieses Jahr anders sein. Diesen Ausbruch hatte der Goldpreis hier im November dann wieder vereitelt. Das heißt, die Trendlinie habe ich angepasst und auf den nächsten Ausbruch gewartet. Und das sah fast so aus, als ob wir hier im Januar oben rauslaufen, aber der Tagesschlusskurs war darunter. Und auch da hat das Dreieck gehalten. Wir sind im Goldpreis zurückgelaufen und haben es erst jetzt wieder geschafft. Und zwar vor einer Woche hier auf der Oberseite, ich ziehe das mal etwas zusammen, Fahrt aufzunehmen und ziehe es auch mal wieder etwas auseinander, damit man sieht, wo denn hier dieses Ausbruchslevel war bei 1880 US-Dollar. Also diese Hochpunkte aus November wurden hier übertrumpft. Einmal mit einem Retest nochmal dieser Linie von der Oberseite und danach ging es dynamisch nach oben und wir waren im Hoch sogar bei der 1900. Soll heißen, im Goldpreis könnte es nochmal ein Stück weitergehen, nämlich an diese Hochbereiche ran, die wir letztes Jahr dann eben gesehen hatten im Juni, Ende Mai, Anfang Juni. Und wenn das überschritten wird, die 1915, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es direkt zur 1960 durchläuft. Was heißt das für das Trading? Das heißt, dass man sich einzelne Aktien raussuchen kann, die davon profitieren. Man muss nicht unbedingt immer den Rohstoff selber handeln, denn der Rohstoff selber, der zahlt ja auch keine Dividende. Ja? Und Gold kann man über ETPs zum Beispiel, ETC, ETF, das sind so diese Oberbegriffe, je nachdem, ob man in Commodities aktiv ist, da ist das das ETC, also der ETF wird zum ETC, weil das C für Commodity steht. Und da gibt es auch Hebelprodukte, alles Mögliche. Aber ich bin dann eher im Aktienbereich derjenige, der sich eine Aktie raussucht und anschaut, die davon profitiert und die auch einen Teil der Gewinne, die gemacht werden im Unternehmen, dann wieder zurückgibt. Und da habe ich die Barrick Gold mir herausgesucht, im Dezember auch schon ein Video dazu gemacht gehabt und öfters in verschiedensten Formaten darauf hingewiesen, weil die Aktie hier eine ganz nette Bodenbildung zeigte. Die zeige ich dir hier auch und die habe ich auch schon mehrfach ins Bild gehalten und zwar ausgehend vom Februar vor einem Jahr. Von dem Tief hatten wir hier im Oktober, November auch nochmal dieses Tief getestet. Eine kurze Unterschreitung, aber dann hat das Ganze hier gehalten. Und im Dezember, als wir dann wieder in diese Region reingelaufen sind, Anfang Dezember, da dachte ich mir, okay, das war ein Ausbruchsversuch, der war ganz genau auf diesem Hoch angelegt aus dem August. Hat nicht geklappt, auch da kann man nämlich einen Abwärtstrend einzeigen, so ähnlich wie beim Goldpreis. Und
dann ging es, wie gesagt, nochmal in diesen Unterstützungsbereich rein, wo ich dann die Aktie gekauft habe, mit einem Stopp an den Jahrestiefs. Also mit einem relativ engen Stopp konnte ich hier agieren. Die Aktie hat sich dann schwer getan, überhaupt Fahrt aufzunehmen. Klar, im Goldpreis ist nicht viel passiert. Dann der Hüpfer, möchte ich fast schon meinen, fast zu 18 US. Nein, das ist der Eurokurs zum Eurokurs und nochmal der Rücklauf, der aber dann mir zeigte, es sind höhere Tiefs, also hier gibt es einen Aufwärtstrend. Als der Goldpreis ausbrach, habe ich genau die Aktie angeschaut, kommt sie über diese 18,70 Euro, das war nämlich hier der Hochpunkt im November, du erinnerst dich, im Goldpreis war im November ja auch der zwischenzeitliche Hochpunkt und dann im August nochmal und in den letzten Tagen mit Schwung der Quartalszahlen, die möchte ich auch gerne hier vortragen, hat die Aktie gezeigt, was sie kann und ist enorm nach oben gelaufen. Also die letzten Tage waren wirklich ein Fest in der Aktie. Wir hatten hier einen bereinigten Gewinn von 35 Cent je Aktie für das vierte Quartal und das waren 2 Cent mehr als die Schätzungen. Die Dividende wird auf 10 Cent je Aktie angehoben, also ein Dividendenwert, das ist schon mal ganz cool und im laufenden Jahr will der Konzern jetzt zwischen 4,2 und 4,6 Millionen Unzen Gold produzieren. Auch da gibt es natürlich Kosten, die Inflation ist zu spüren und man hat hier bei den Kosten ungefähr $1,000 bis $1,100 an Kosten pro Unze. Das heißt, wenn so eine Unze jetzt verkauft wird für 1.900 und 1.000 sind Kosten, da ist der Rest quasi für die Gewinne und für das Fortbestehen der Firma zu verwenden. Und das klingt ganz, ganz gut. Barrick will zudem ja auch Kupfer fördern. Produzieren 420 bis 470 Millionen Pfund und Kupfer wird ja zum Beispiel in Windkrafträdern gebraucht und da kann man sich nochmal so ein bisschen diversifizieren und da ist es so, dass die Kosten unter $3 liegen für einen Pfund Kupfer und der aktuelle Kupferpreis liegt bei $4,55, also auch da hat man eine Gewinnspanne, summa summarum für die Aktie hieß das für mich, dass ich schaue, wo kann ich denn aus der Aktie aussteigen. Also den Stopp nachziehen wäre eine Möglichkeit gewesen, aber bei so einem starken Anstieg, da dachte ich mir, okay, da gehe ich mal raus aus dem Wert. Das war insgesamt etwas, was ich positiv fand und da habe ich gestern Abend direkt zugegriffen, als der Goldpreis auf die 1.900 lief und habe meine Aktien verkauft. Das habe ich hier dir als Screen gemacht, das habe ich nicht live mit abgefilmt. Ich hatte gestern ein Live-Webinar. In dem Webinar habe ich es tatsächlich getan und nur den Screenshot hier übrig gelassen. Und da sieht man 19.14 Uhr gestern über TradeGate habe ich es gemacht. Da gab es einen direkten guten Kurs, fand ich zu 20,39,5 €. Sofort ausgeführt, habe ich mich gefreut, 180 Stück Barrick Gold und habe dazu auch dann in meiner, jetzt bin ich hier in der Morgenanalyse gelandet, habe dazu auch noch entsprechend in meiner App nachgeschaut, weil du siehst in der Order-Plattform nicht direkt bei Comdirect, was du für einen Kaufkurs hattest. Da musst du in die App gehen und in der App siehst du dann, wo ich eingestiegen war. Das war eben hier der 2.12. bei knapp 16 Euro. Und wenn man sich das im Chartbild anschaut, ist das genau diese Unterstützung gewesen. Also dort kaufen, unter der Unterstützung ein Limit legen, ein Stop-Limit, dass man wieder rauskommt aus der Aktie, wenn das Szenario nicht aufgeht. Das macht Sinn. Und natürlich hat man auch Ordergebühren, das ist auch die Frage, die hier immer in der Community mitschwingt. Was kostet dich das denn am Ende? Und das möchte ich auch ganz transparent hier zeigen. Also den Einstieg am 2.12., da habe ich investiert knapp 2.900 Euro. Mit Kosten sind es 2.900 Euro und der Verkauf sind auch ungefähr 15, 16 Euro Kosten mit 3.600 und dann sind es nur noch 3.650 über den Daumen, also so 700 Euro summa summarum, die man damit so eine Aktie oder über 20% mit einem relativ einfachen Setup hier mitnehmen kann. Das sind so einige der Trades, die ich immer wieder durchführe. Komm gern mal dazu bei Twitch oder abonniere dir die Aktien-Research-Liste. Auch die kannst du dir zusenden lassen. Da sind dann genau solche Werte enthalten. Danke für deine Aufmerksamkeit. Viel Erfolg an der Börse. Dein Andreas Bernstein.